Let go of me! I guess being a pain in the ass runs in the family. Greg, is it? We're just gonna do a little fact-checking, Greg. See if your story squares up. There's no way I'm talking to you after what your brother did. Alter, kann dieser Randall mal bitte abhauen? Fuck you! You want another one? Randall, come on now. Michonne, mind asking Greg what I asked you? Go on now. Ask him. Wir fügen uns mal. Ich meine, ich habe ja die Wahrheit gesagt. Er müsste rein theoretisch genau das Gleiche sagen. How long have we been together? Yeah. Oh, Alter, bist du behindert? Oh nein, warum? That's not how Michonne told it. Ist ja doof. She said you just met. Someone's full of shit. Er ist verängstigt, er irrt sich. Ich habe gelogen. He's just scared. Leave him be. Junge, sag die Wahrheit. Hey! Okay, let's try again. Michonne? The one about your people. Boah, das ist jetzt echt knifflig. You remember, don't you? Das ist echt knifflig, weil man halt nicht weiß, wie er antwortet, ne? Aber ich füge mich erstmal. She wanted to know how many of us are out there. Aber das weiß er doch gar nicht. Das haben wir ihm noch gar nicht gesagt. Er weiß es nicht. It's just us. Also, warum? Well, that's disappointing. She said there were more of you. Randall, Alter, Junge. Please, I'll tell you whatever you want. Put down the fucking gun. Yeah? You look real threatening over there, tied to that chair. Randall. Oh, nein. I think you made your point. Ugh. Get a towel, Zachary. Leave him alone, okay? It's just a kid. Throw him a pity party when we're done. Get the fucking towel. Warum sagt ihr nicht einfach die Wahrheit? He lying again? Try to be kind. Ich hab gelogen, er lügt. Oh nein, ich will... Go fuck yourself. Ich will ihn nicht beschuldigen. God damn it, for fuck's sake, Randall! Norma, please, okay, this isn't working. You're not gonna get what you want this what way. What would you fucking suggest? A pat on the head and a lollipop? He's got a point, Randall. You took it too far. Like you always do. People need a firm hand. You're not gonna get him in line by being soft. Now, being smart isn't the same as being soft, Randall. We're not gonna get what we need your way. Zachary and I will figure this out. You go below and get the other fella. Sehr gut. Schick den mal weg, weil ich glaube nämlich, dass die Norma an sich gar nicht so schlimm ist. You make quite the pair of liars. This world just depresses the hell out of me. Zachary, a word in private. Ich meine, sie will ja auch nur ihre Gruppe schützen. Are you okay? What do you think? Are they done with us? Or is it gonna get ich worse? Ich habe keine Ahnung. Sie werden uns umbringen. Gib ihnen einfach, was sie wollen. Bleib stark. Ja, bleib stark. Und sag vor allem die Wahrheit, Junge. What do you think I'm doing? Even if it didn't look like it, I can't believe I pissed myself. Seriously, my little brothers could see me now. I've never done that before. Never. I'm not like that. Ich werde es niemandem sagen. Es ist klug, Angst zu haben. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Fuck. I'm not gonna tell anyone what happened here. Appreciate it. But pretty sure the smell's gonna give it away. I knew about the Rotters. I mean, I fought them before, killed them. It's bad. But people are worse, aren't they? I didn't know it was this bad. They know what they're doing. Vertraue nichts und niemandem, nicht alle they Leute just don't sind care. Schlimmer. Ich sag mal nicht alle. Not everyone is like these people. I've met others. Folks who don't kill unless they have to. I wish they were here. I don't know. The thing is I say that about people, but people, family, you know, they're the only reason I live. What if you don't even have that?
I left them behind. My daughters. I didn't know. You lie to yourself to live, so you keep going. But when you stop, Michonne! What did they do to you? Just ask questions. Hey, Sam? I haven't seen her. Shit. How are we playing this? Yeah, Michonne. How are we playing this? I'm all ears. Kann der mal bitte abhauen? Das sind sadistische Arschlöcher. Ich bringe uns hier raus. Really? I'll get us out of this. And I just cannot wait to see how you do that. Take care of this. Come on. Zachary? I just have a few questions. Oh, ich hoffe, er beantwortet die genauso, wie ich das gemacht habe. I know just where to put you. What the hell? Jonas! Haven't you got a patient that needs you? No, you can't just barge Jonas. In here! See, not everyone here lives in squalor. Jonas and Zachary had the nicest room on the ship. The good doctor deserves it. Gosh, he just works so hard. What is it you do, Zachary? Huh? Besides fuck Jonas. Okay, fine, Randall, that's let's right. just... You Stimmst do nothing. So hin, Zachary? Schöne Art, deine Leute zu behandeln. And you whine because you don't have the balls to do things. This is how you treat your own people? Only when they need it. Look, whatever you're gonna do, Randall... No, I'm not gonna do shit. Your fucking uselessness stops now. Time to earn your keep. Here. Go on. Get them talking. Ey, ganz ehrlich, was ist das für ein Affe? Die Gruppe an sich ist wahrscheinlich gar nicht so schlimm, aber was... Where are the rest of the supplies? The bags with the ammo! Hey, shouldn't keep your finger on the trigger. Don't tell me how to hold a fucking gun! I don't know, Zachary. Ich versuch dir zu helfen, du wirst noch jemanden verletzen. Du musst nicht wie Randall sein. No one has to get hurt here! Shut up! Just because Randall's an asshole, doesn't mean you have to be. Hey! You gonna take that, Zachary? I'm not like him. Prove it. I don't think she's taking you very seriously. Come on! Aber wenn ihn erschießt... Now! That's it! Careful! Don't get too close to her now! Please! We all ich weiß es wirklich nicht. Zeig mit dem Ding woanders hin. Lass uns darüber reden. Okay. If I knew where your ammo was, I would tell you. I... Hey! Who's in charge here? You or her? Huh? You want answers? Talk to me! Stop! Stop! Don't move! Sam! Greg, don't! Lass Sam in Ruhe. Sag Randall, dass gehen soll. Du musst das nicht tun. Get him. Tell Randall to leave. Then we can talk all you want, okay? Last chance, Zachary! Fucking do something! Stop! Sam, Zachary! Now who's taking things too far? I didn't... Outside, now! No, 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 Greg! Sam... I can't! Oh, we have to get out of these! We have to help him! Ach du Scheiße, lege ihn nieder. Moment. Hemd, können wir das... Someone's shirt. Ja, drück das auf die Wunde. Ja, dann nimm es halt. Ich habe Angst, dass das auf Zeit geht, weil die Pfeile rot sind. Lege nieder. Nein, zerbrochener Spiegel. Kabelbinder durchschneiden. Komm schon. Ja, komm, in der Zwischenzeit kannst du was machen. Please. Don't try to move. Nein, ich will ihn nicht. Ach so, lege ihn nieder heißt, okay, dass er sich hinlegt. Need to lay him down. Boah, schon voll in Hektik. Hemd verwenden. Come on, Greg.
Come on, don't do this. Please, don't do this. Think of Alex. You're his hero. What will he do without you? Not a very good hero. No, you are. You are, Greg. Please hang on. Scheiße. He's gone. He's going to turn, Sam. He's gonna become one of them. I'm so sorry, Sam. Oh, God. I'm gonna need your help. I can't. I just need another second, please. Not yet. I can't. Wir müssen ihn töten. Das ist nicht länger Greg. Zieh sie weg. Greg, I love you. We need to take care of this. End it. I can't. I just need more time. Das ging schnell. Greg, please. Was ist das hier? Schraubenzieher. Hold him down. Oh, ich hätte es vielleicht doch mit dem Rohr machen sollen. I'm so sorry, Greg. Oh nein. Hätte ich mir das Rohr genommen. Hat sie wenigstens gleich die Waffe? Oder aber Sam hat sie? What happened to him? You fucking shot him! I didn't mean to! Do you think that matters? You killed him! It was an accident. I swear, okay? I swear! Please! Das war kein Unfall. Nimm die Waffe runter. Wir sollten uns anhören. Nee, nimm die Waffe runter. Sam, put the gun down. Why? He's a murderer! Calm down, Sam. Please! You're not leaving this room, you son of a bitch! Alter, Mädel, mach keinen Scheiß. I mean it, Michelle. Halte sie auf! Komm schon! Mach keinen Fehler, Junge. We all got demons, honey. And I seen some fucked up shit in my time. But you, you're a whole different. Caged up, just itching to get out. I seen it in your eyes. You're a killer. That's what you do. You don't know what I can do. Bitte, was? Was? Okay, gleich, wenn die Credits laufen, mehr dazu. Hast du versucht, es zu beenden? Nahmen die Waffe runter, 67%. Wie bist du auf die verlassene Fähre gekommen? 70% haben die Leiter genommen. Ja, das sah auch irgendwie vertrauenserweckender aus. Hast du Randall im Lagerhaus aufgelauert?
verpassten Randall einen Kopfstoß, 56%. Hast du Greg an Norma verraten, 55% teilten die Schuld mit Greg. Hast du Sam Zachary erschießen lassen, 33% haben das Leben verschont. Okay, ich bin gespannt, ob jetzt die Credits kommen. Leute, was? Das war's? Ich glaube, das sind jetzt 4 Folgen, je nachdem wie ich schneide, vielleicht auch 5. Ich wusste, dass die erste Episode kurz ist, darauf habe ich mich eingestellt, aber so kurz? Was zur Hölle? Gut, der Cliffhanger jetzt am Ende war schon cool, man will wissen, wie es weitergeht, aber was? Also damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet, da muss ich sagen, bin ich ein kleines bisschen enttäuscht? Das bin ich wirklich. Also, ich weiß nicht, so eine Stunde länger? Oder? Oder vielleicht noch so 40 Minuten länger, aber ja, wie gesagt, ich glaube 4-5 Folgen. Das war's dann, das waren dann ungefähr 1,5 Stunden. Krass. Also das ist schon eine krasse Nummer. Heftig. Und wenn man jetzt bedenkt, dass die anderen beiden Episoden, nehmen wir mal an, die sind genauso lang, dann haben wir 3 Stunden, dann nochmal 1,5, dann haben wir 5,5 Stunden. Das ist nicht viel. Also das ist echt nicht viel, ne? Aber gut. Ja, es hat mal wieder Spaß gemacht, The Walking Dead zu spielen, auf jeden Fall. Ich muss sagen, das kann ich jetzt mal gestehen, ich bin in der Serie kein großer Fan von Michonne. Ich kann euch gar nicht sagen, warum. Vielleicht grundsätzlich, weil ich die Serie ab Staffel 4 nicht mehr so gut finde. Ich weiß, dass viele die da erst recht wieder gut finden, weil die dritte so ein bisschen blöd war, aber ab Staffel 4 oder ist es 5, ich weiß es gar nicht, bin ich da serienmäßig fast so ein bisschen raus. Ich gucke das noch, ich lasse das meistens so nebenbei laufen. Aber ich finde, weiß ich nicht. Also ich bin kein mega großer Fan von Michonne. Hier im Spiel gefällt sie mir um Längen besser, auf jeden Fall. Und ja, ich weiß nicht. Also es hat jetzt definitiv Spaß gemacht. Klar, die Charaktere sind ganz interessant, finde ich. Außer der Randall, der ist natürlich ein mega Arschloch. Ich glaube echt gar nicht, dass die Leute da so schlimm sind, wie es immer so ist. Jeder will nur seine Gruppe schützen und ich denke, das will die Norma auch. Aber der Randall ist halt irgendwie der Oberarsch da. Und ich denke, ohne den würde das ganz anders laufen. Ja, Soundtrack super, auch jetzt gerade die Musik im Hintergrund. Sehr viele Quicktime-Events bis jetzt. Finde ich aber eigentlich ganz okay. Und vor allem auch ein bisschen Variation drin zu den Spielen, zu den Teilen bisher. Ist jetzt keine große Veränderung, aber dass man halt den Stick so ein bisschen zur Seite neigen muss, dass man teilweise mal mehrere Tasten super schnell hintereinander drücken muss. Keine große Veränderung, aber ist mal ein bisschen Veränderung, das ist schon mal schön. Nichtsdestotrotz bin ich gerade absolut enttäuscht von der kurzen Spielzeit. Und ich hoffe wirklich, wenn die Episoden jetzt circa 1,5 Stunden lang sind, dass man nicht allzu lange warten muss. Ich habe es ja schon, glaube ich, am Anfang gesagt, dass März und April für Episode 2 und 3 angesetzt sind. Und ich hoffe, dass man das bis dahin auch hinbekommt. Ich fände es jetzt sehr merkwürdig, bis April zum Beispiel warten zu müssen für 1,5 Stunden Spielzeit. Also weiß ich nicht. Nee, da bin ich jetzt gerade echt ein bisschen enttäuscht, auch wenn es Spaß gemacht hat. Gut, Leute, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habe ich schon gesagt, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich glaube, das habe ich schon gesagt. Der Cliffhanger am Ende ist definitiv da, ist definitiv gut, aber nichtsdestotrotz bin ich entsetzt über die kurze Spielzeit. Na gut, Leute, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Ich denke nicht, dass jetzt noch irgendwas kommt, oder? Außer vielleicht eine Errungenschaft. Es kommt nochmal Michonne. Ja, Leute, das war's dann, ne? Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!